Nie gesehen. Bist du nach Fengtian gekommen, um Arbeit zu finden? Ich auch. Diese Stadt wird herrlich. Baumeister und Ingenieure aus aller Welt bauen an ihr. Okay, das bringt uns aber auch nicht weiter. Ja, oder? Vielleicht können wir sie jetzt aber wecken, weil wir mit allen gesprochen haben. Das könnte sein. Ah ja, genau. Wo bin ich? Oh, du bist auf? Alles okay? Du hast geschwitzt wie blöd. Hattest du Albträume oder was? Es war fürchterlich. Ein dunkler Raum, vielleicht ein Krankenhaus. Und da war eine Frau. Mutterseelenallein, sie weinte. Sie starrte mich an. Und dann dieser Mann, der aus dem Zug, Bacon, tauchte auf. Was war mit der Frau? Ich weiß nicht. Plötzlich wurde alles schwarz. Ich konnte nichts sehen. Ach, mach dir nichts draus. War doch nur ein Traum, oder? Und der Alte, wie heißt der noch? Bacon, genau. Wenn der sich nochmal blicken lässt, dann wird er's bereuen. Aha. Okay, ja, jetzt sind wir mit Alice zusammen. Ja, dann sprechen wir den Typ hier nochmal an. Das wird's wohl nicht sein, aber... Ja, okay, kennen wir schon. Ist dasselbe. Also jetzt doch durch den Weg dann wahrscheinlich nach links da. Ah ja, genau, ja, genau. Ist hier noch was zu lesen? Wie meinst du denn wohl, er könnte nicht alleine gehen? Genau. So, oh, das ist eine interessante Perspektive. Hier ist eine Kiste. Ja, die habe ich auch gesehen. Sie haben Zelt, okay. Ich ergänze jetzt immer, erhalten. Unglaublich! Verdammte Soldaten hier! Verschrecken mir die Kunden! Sehr gut. Oh, hey, sieh da! Sie haben schöne Sachen! Schauen Sie doch mal! Jo, machen wir. Quatschen wir dich mal nochmal an. Wir haben schöne Sachen. Schauen Sie doch mal. Okay, dann müssen wir wohl hier reingehen. Ist das? Das ist die Soldatin, ne? Andere. Nee, Anne. Das ist andere. Die das du dann. Herr Merkowitsch, ich habe die Bombe im südmandschurischen Bahndepot gelegt, wie geplant. Wir jagen die Waggons in die Luft und die japanische Armee sitzt mindestens 2 Monate hier fest. Ha, ich kann mir den dämlichen Gesichtsausdruck von Kawashima lebhaft ausmalen. Merkowitsch, warum lässt sich ein Profi wie Sie mal wieder von seinen Gefühlen leiten? Wir wollen die Bewegungen der japanischen Armee verfolgen und keinen unnötigen Ärger verursachen. Wenn wir gerade von unnötigem Ärger reden, diesmal haben sie keine unnötigen Bomben gelegt. Oder? Keine Sorge, nur eine. Malkovich! Was hätte ich sonst tun können? In diesem Depot arbeiten auch eine Menge unschuldiger Leute. Ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen. Sei es drum, draußen habe ich nur eine kleine gelegt. Verstehen Sie? Sie wird vor der Großen hochgehen. Alle werden rauslaufen, um zu sehen, was los ist. Und dann... Kabumm! halt dich besser geschlossen. Hör zu, ich bringe lieber meine Arbeit hier zu Ende. Du wirst morgen früh in den Zeitungen mal wieder lesen, was ich vollbracht habe. Also dann, ciao! Naja, wenigstens ein wenig rücksichtsvoll ist sie ja schon, ne? Ja. Oh, wir können speichern. Yeah, baby. Und sie verneigt sich. Speichern. Speichern ist doch was Schönes. Ja. Drei, zwei, 27, 210. Den überspeichern wir.
Speichervorgang abgeschlossen. So, was bist du denn für einer hier? Komm. Ach, er schon wieder. Oh, Juri, sowas, dich hier zu sehen. Folgst du mir etwa, du kleiner Spitzbube? Das ist ein Fehler, ihn anzusprechen. Akupunkturbehandlung gefällig oder ein Moxibustierung? Wollen wir mal gucken, oder? Ich weiß nicht, wie viel Geld wir jetzt gerade haben. Ich meine gesehen zu haben, dass wir 4000 haben oder sowas. Schauen wir mal. Das sieht man jetzt gerade gar nicht. Wessen Waffe wollen sie verstärken? Hä, Level 1? Level 1, wir hatten die doch schon mal verstärkt. Ja, deswegen sind die ja auch Level 1. Wir haben angefangen mit Level 0, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Oder das war, als wir haben den Bosskampf ja gar nicht vergeigt, ne? Beim ersten Mal haben wir nicht. Nein. Einmal, nee, haben wir nicht. Haben, ne? Nö. Den Bosskampf haben wir nicht vergeigt. Okay, wessen Waffe verstärken? Ja, am besten die von Alice, ne? Ja. Nee, also hier sieht das nicht so aus. Ach, das ist doch. Vorher war alles grau wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Ja. Okay, Trefferbereich, Angriffsstärke. So, das kostet 1080, wir haben 4250. Na, einmal machen wir es auf jeden Fall. Jo, würde ich auch sagen. Weil wir haben ihr ja das eine, wir haben ihr ja den Angriff, die Angriffsverstärkung haben wir ihr genommen, also geben wir ihr dadurch ein bisschen mehr Angriff. Genau, ich fange jetzt mit der Akupunktur an. Jawohl. Legen Sie sich dorthin. Okay. Okay, das brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Das haben wir einmal schon. Gut, zurücksetzen? Nein. Ich will nochmal schauen, ob wir hier noch was... Achso, hier können wir nur Waffen verstärken. Ich will mal gucken. 960, ach, das machen wir auch noch einmal und dann hören wir wieder auf. Gut, nicht mit einverstanden. Jetzt sehen wir auch nochmal, wie seine ZP runtergeht. Ach so, ZP, das ist das, diese Punkte, die man bekommt, bis man irgendwann Amok läuft. Jetzt alles genau. Klar. Aber das heißt, wenn die jetzt runtergehen, ist das ja eigentlich sogar positiv. Anscheinend irgendwie ist das nur bei Juri hier, bei Alice haben wir ja gerade gesehen, dass es nicht so ist. Und im Kampf ist es ja eigentlich nicht vorteilhaft, da ja die Leute machen, was sie wollen. Ja, deswegen meine ich ja, wenn die Punkte hochgehen, wird ja irgendwann das Amok erreicht. Und wenn sie jetzt bei dieser... Wenn sie runtergehen, wird das Amok erreicht. Das haben wir ja auch beim Bosskampf erlebt. Ach so. Dass man hier auf einmal Amok läuft. Ah ja, jetzt erinnere ich wieder. Aber dann war das ein bisschen blöd hier eben gemacht, weil rechts stand Dings, also Amok und links. Und der Balken ging dann runter. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Na egal. Ich liebe es einzukaufen. Wir dürfen hier jedoch nicht zu viel Zeit verlieren. Okay, was können wir denn hier kaufen? Komm mal her. Willkommen! Also, sorry jetzt. Wir müssen uns einigen. Außerdem ist es eine Ladenbesitzerin. Willkommen. Wir haben alles. Getrocknete Ware. Alles, was man auf Reisen braucht. Ach, eine Vereinskarte, wie? Diese Karte, die du da hast mit der Krähe und der Schlange. Das ist eine Vereinskarte. Damit kannst du versuchen, bei Läden überall Rabatte oder Preiserhöhungen zu kriegen. Preiserhöhung ja wohl eher beim Verkaufen, oder? Würde ich auch sagen. Es gibt viele Vereinskarten. Diejenige, die du jetzt brauchst, ist die Schlangenkarte. Was soll's sein? Ein Rabatt? Oder höherer Preis? Nein, nichts. Wieso kann ich jetzt auch, was heißt jetzt so, was soll's sein? Das ist ja die Ladenbesitzerin, die das fragt, was soll es sein? Wollen aber Sie warum kann ich das jetzt auswählen? Ja, keine Ahnung. Ach so, was soll es sein? Ist dann kaufen wir hier was, ja okay. Sie haben eine gültige Vereinskarte. Sie können bis zu 10% Rabatt und 5% Preiserhöhung. Gucken wir erstmal, was es hier gibt, ob sich das lohnt. Genau. Wir haben da... Oh, Knöchelklinge. Das wird sich sogar lohnen. Aber oh, der hätten wir... Ah, oh, wir sind so blöd. Da hätten wir auch gar nicht die Waffen noch erhöhen brauchen.
Wir können ja neu laden. Ja, das ist, normalerweise würde ich das jetzt auch machen, aber beim LP mache ich es eigentlich ungern. Von daher, ja. Egal. Lassen wir das. Vielleicht ist er jetzt auch mehr wert beim Verkaufen, die alte Waffe da. Das kann ja sein. Also eine Knöchelklinge für Juri wäre schon mal gut. Die Sternschnuppe, die ist eine Waffe für Alice. Oh, hier gibt's einiges, mein lieber Scholli. Ja, die Rüssel haben wir ja. Muschelarmband, Knochenarmband, Rosenholzarmband, Terablatt. Allei. Ja, dann würde ich mal sagen, kaufen wir erstmal die Knöchelklinge für Juri. Mhm. Wichtig, wichtig. So, dann die können wir uns schon gar nicht mehr leisten. Nee. Haben wir ein bisschen zu wenig. Verkaufen. Dann verkaufen wir jetzt. Ja, toll. Die Sternbrosche bringt uns nicht wirklich viel. Und Geld. Wo sind denn jetzt die ausgerüsteten Waffen? Müssen wir wahrscheinlich erst nochmal raus, ausrüsten. Amelie, hier steht rechts ausgerüstet 0 im Bestand 1. Das heißt, wir müssten hier auch sehen können, hier Ledergürtel ist ausgerüstet. Aber Ledergürtel war doch keine Waffe, oder? Nein, das war dieses Accessoire-Dings. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal raus, gehen in das Ausrüstungsinventar und rüsten erstmal Juri mit der Waffe überhaupt aus. Mal schauen. Lederhandschuhe. Doch, das war die Waffe. Ah ne, Gürtel, hatte ich ja eben gesagt. So, genau. Und jetzt müssten wir die, glaube ich, auch verkaufen können, die Lederhandschuhe. Mal schauen. Oder wollen wir jetzt hier, ach, wir sparen uns die Vereinskarte mal noch, würde ich sagen, oder? Ja. Nicht gleich beim erstbesten Händler. Lederhandschuhe, aber, ja, die können wir jetzt verkaufen für 320. Genau. Kaufen. Alle Lederhandschuhe verkauft. Wieso, wie viel hatten wir denn davon? Eins. So, oh, aus. Jetzt können wir noch den Ledergürtel verkaufen, dann können wir auch für Alice noch die Waffe holen. Ja, aber Ledergürtel, den brauchen wir doch. Wieso? Wir haben zwei Stück, einer ist ausgerüstet. Ach ja. Einer ist bei Juri ausgerüstet, das sehen wir an dem A. Naja, ne, ist klar. Also jetzt müssten wir genug Geld haben für. Na, jetzt haben wir es aber, jetzt haben wir aber alle verkauft. Nö. Doch. Hä? Stand da auch wieder alle verkauft. Wahrscheinlich kannst du die nur komplett verkaufen. Nee, du musst es doch gerade. Du musst es doch jetzt gerade auswählen. Wie viel? Ja, dann haben wir wahrscheinlich jetzt Mist gebaut oder ich habe Mist gebaut. Guck mal bei Juri, ob er jetzt noch den Ledergürtel hat. Ja, hat er. Ein bisschen komisch. Na gut, dann kaufen wir jetzt die Waffe. Ja, also ein bisschen merkwürdig ist das wirklich. So, die Sternschnuppe hier. Ja. Gut, Bargeld nur noch 70, dann können wir uns alles andere hier erstmal schenken, obwohl die Lederweste und Lederrock hätte ich ja auch noch gerne, aber da ist nichts zu machen im Moment. Ja, das wird wohl leider erstmal nichts. Ja, dann sollten wir jetzt noch Alice ausrüsten, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ach, wir können doch die Bibel verkaufen dann, ne? Ja, die können wir dann auch noch verkaufen, stimmt. Bist du fertig? So, ja. Also, die Bibel. Kleine Bibel, okay.
Mach mal wenigstens ein bisschen mehr Geld. Talisman Glück stellt bei, dass sowas ähnliches haben wir auch, glaube ich, schon irgendwo. Ja, das sind ja auch die Sachen, die wir verkaufen können. Ach ja. Wo wir gerade waren. Ja. Ja. Okay, dann gehen wir mal. Achso, wir müssen Alice Bescheid sagen. Ja, es ist alles gut. Gehen wir. Sender der japanischen Armee. Dies ist eine Notsendung von Radio Fengtian. Die Armee gibt Folgendes bekannt. Verbrecher, die des Massenmordes an Armeeangehörigen im Zug von Chongchun nach Fengtian verdächtig werden, sind nach Fengtian geflüchtet. Ihre Anführerin ist eine schlanke Weiße. Alle Verdächtigen müssen sofort dem HQ gemeldet werden. Hey, diese Sendung gerade... Ach, das war ja dein Part, egal. Nee, ja, dann machst du... Ja, okay. Hey, diese Sendung gerade, sag bloß, seid ihr? Liebling, Schatzi, Hilfe! Ach du Jemine. Nein, da ist was falsch gelaufen. Oh oh. Verdammt, so ein Ärger. Gehen wir, Alice. Wir haben nur eine Möglichkeit. Ich lasse die Bombe hochgehen. Und zwar jetzt. Ach du Scheiße. Alles weiß. Hey, was sollte dieser große Knall eigentlich? Holla, Schönste, ich sehe ihre... ihre was? Gut, du lebst. Gott sei Dank hat die Bombe, mit der ich Leute retten wollte, sie nicht umgebracht. Egal, ich hoffe, du hast genau hingesehen, Sunny Boy. Nimm es als Entschuldigung. Und wie fühlst du dich, Mädchen? Mir geht's gut. Gut. Nein. Verdammt, was war das? Hey, guck mal, eine weiße Frau und dein Typ ist auch dabei. Das sind die Leute vom Radio. Voller Verstärkung an. Mach schnell, wir müssen dem Hauptmann Bescheid sagen. Ha, Feiglinge. Aber das können Kawashimas Männer eben am besten. Rennen wie die Hasen. Sind also auch hinter dir her? Uns. Hören Sie mal, wir sind keine Terroristen, die Bomben schmeißen. Jesus, Schönste, wir schrillen die Ohren immer noch. Keine Sorge, das gibt sich wieder. Also dann, ich muss hier raus, bevor sie zurückkommen, aber... Was wirst du tun? Ich kann nicht babysitten, aber du kannst mit mir mitkommen, wenn du willst. Okay, ich gehe schon mal vor. Bis später. Mein Gott, was hat die für ein Problem? Wir hätten tot sein können. Juri, hast du diese Radiosendung gehört? Ja, scheint, sie machen dich für den Angriff im Zug letzte Nacht verantwortlich. Mich? Na, keine Sorge, ich bin doch bei dir. Stehen wir hier nicht rum, quatschen, gehen wir. Ich glaube, hier können wir raus. Genau wie die Frau. Eieiei. Das war gut, ne? Okay. Ich hoffe, du hast den Ausblick genossen. Oder wie war das? Nimm es als Entschuldigung. Ach, wie nett. Okay, Kanalisation. Sowas mag ich ja eigentlich nicht so gerne, aber gut. Hast du schlechte Erinnerungen? Naja, in Silent Hill zum Beispiel fand ich die nicht so doll. Sie haben eine goldene Sanduhr. Erhalten. Was ist das denn jetzt wieder? Goldene Sanduhr, aha. Da haben wir doch was. Zeiger aller Verbündeten bewegen sich halb so schnell. Das kann man wahrscheinlich einmal im Kampf benutzen oder so.
Ja, das scheint nützlich zu sein. Also wenn du sowieso Probleme hast, wenn es dir zu schnell geht. Mit dieser Trefferanzeige. So, ja. Okay. Ach, gut, weg. Wir hätten auch rechts gehen können. Dein Bild hängt? Nee, ich habe gesagt, jetzt hat sich wenigstens mal das Bild verändert. Weil du hast schon A gesagt und bei mir war noch schwarz. Ach so. Diese kurze Verzögerung, deswegen, ich finde das manchmal echt ulkig. Okay, ja, gehen wir jetzt hier. Ich würde aber mal sagen, wir gehen mal links, da geht's doch auch weiter, oder? Ja. Nicht, dass wir uns hier verlaufen. Vielleicht sind da noch irgendwo Truhen. Ich habe einen recht guten Orientierungssinn, also das sollte nicht unbedingt das Problem sein. Das ist gut, ich habe nämlich gar keinen guten. Okay. Wie gesagt, recht gutes, nicht unbedingt hundertprozentig, aber ich kann mich immer so an bestimmte Punkte kann jedes Mal erinnern, also sollte nicht das Problem werden. Ich hoffe, es war kein Fehler, die Verteidigungssachen nicht zu holen. Nicht, dass wir jetzt auf einmal Schaden müssen abwinken bekommen. Ach, wir werden es schon schaffen. Feuerball. Oh. Heiliger Vater. Aua. Ja doch, das geht ganz gut rein. Angriff. Der letzte wieder mal. Oh Mann, das macht echt so gut wie keinen Schaden. Dann wäre ich doch echt glatt dafür, Alice mittlerweile nur noch als Supporter zu benutzen. Ja, mal schauen. Oh ja, wenn alle jetzt Feuerball machen, das ist eine ganz schön große Gegnergruppe. Ja, ich würde sagen, jetzt wird es auch dringend Zeit, dass er geheilt wird. Nee, Heilung. Ach du Scheiße, das fängt ja schon mal gut an. Neues Gebiet und dann schon so schlimm hier. Einen aufs München bekommen hier. Naja, vielleicht hätten wir noch ein paar Gegner extra machen sollen. Ja, ich glaube, das wäre wirklich mal eine gute Idee. Das sollten wir, glaube ich, mal den nächsten dann einführen. Ja. Wird zwar ein bisschen länger dauern dann die Session, aber naja, gut, okay. Das können wir ja auch, reines Leveln können wir ja auch offscreen machen. Genau. Das ist ja auch für Zuschauer nicht unbedingt so interessant. Ja, das stimmt wohl. Naja, irgendwann werden die Kämpfe ja, denke ich mal, auch Routine und dann kann man auch mal über was anderes, ich sag mal in Anführungsstrichen, sich über was anderes unterhalten, was so irgendwie momentan so anmacht ist und sowas. Ist dann bestimmt auch mal interessant, so zu erfahren. Okay, jetzt lohnt sich die heilige Kante auch nicht mehr. Nö. Das war mal ganz guter Schaden für Alice. Ich habe ja auch alle drei Ringe getroffen. Wenn da Schlag steht, ist, glaube ich, ein kritischer Treffer. Sollte es sein. Die Vermutung habe ich auch. EP bargelt und... Level erhöhen für Alice auf 8. Und Erfahrung, Feuer und Erde. Naja, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn das Malice auf Rot geht. Da stand ja irgendwas. Ja, es ist ja schon dunkel mittlerweile. Ob wir dann wieder direkt vor Ort so an den Friedhof müssen, geschickt werden, oder ob es dann doch noch ganz normal weitergehen kann. Oder ob wir dann... Mal gucken, wie weit wir es treiben können, ne? Oder ob es Game Over ist. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Oder ob man benachrichtigt wird, wenn man hin muss oder so. Ah, andere Seite ist eine Truhe. Ist da was?
Noch ein Monster? Keine Ahnung. Hihi. Ein Hündchen. Ist das das... Verdammt, erschreck mich nicht so. Schau an, die kleine Flohquaste von der Station. Was machst du denn hier, mein Kleiner? Nee, das kann ich nicht. Ich aber auch nicht. Ich ignoriere solche Dinger dann eigentlich konsequent. Der kleine Köter hat sich hier drin verirrt und kommt nicht mehr raus. Ha, ist der bescheuert. Oh, bist du nett, Juri. Genau wie wir, was? Also Alice, wir gehen, vergiss den Hund. Wir können ihn doch nicht einfach hier lassen. Er kann ja wenigstens bis zum Ausgang mitkommen. Mach, was du willst. Es wäre besser, wenn uns einer den Ausgang zeigen würde. Schüsse! Okay. Ah, hier ist noch was. Sie haben... Ah, neues Lotterie los. Super. Ach, das ist doch schon mal schön. Das ist schon mal schön, auf jeden Fall. Da freut man sich. So, jetzt aber auf die andere Seite die Kiste mitnehmen. Ganz... Wieder diese Frau. Oh je, hoffentlich lebt sie noch. Oh, schon wieder am Pennen, wie? Also, was tun? Hallo? Oh je, die ist total weggesackt. Stört sie sicher nicht, wenn ich... Jetzt geht das wieder los. Na los. Huch, du bist wach. Oh, das brennt. Also, pass mal auf, Sunny Boy. Was, du fragst eine Dame nicht mal, ob sie sich wehgetan hat und hilfst ihr galant vom Boden auf? Aber sie scheinen doch völlig in Ordnung zu sein. Unglaublich, dass hier Monster in der Kanalisation sind. Tja, selbst ich lass mir manches nicht träumen. Fast wär's aus mit mir gewesen, wenn die Presse mich jetzt verliert. Wäre das ein harter Schlag. Au, au, autsch. Alles in Ordnung? Ja, alles okay, danke. Oh, euch zwei habe ich doch schon mal getroffen, nicht? Der junge Terrorist und das mysteriöse Mädel. Sie sind die Terroristin. Wir sind nur zwei hilflose Mörder. Terroristin? Wirf mich mit diesen Kanaillen nicht in einen Topf. Ich bin Spionin. Spionin. Klar? Göttlich schön und zufällig die genialste Spionin der Welt. Aber eingebildet bist du nicht, ne? Definitiv nicht. Malkovich, mein Name. Das ist natürlich nur ein Deckname. Also, weißt du was? Ich verrate dir mein Geheimnis, Sonny Boy. Meinen echten Namen, zum Dank, dass du mich gerettet hast. Ich bin nicht hergekommen, um sie zu retten, und sie braucht mir ihren Namen auch gar nicht verraten. Ach, Juri, das passt doch gar nicht zu dir. Hey, wart doch mal. Ich wollte dir doch gerade meine Telefonnummer geben. Also sarkastisch angelegt ist das Spiel ja überhaupt nicht. Wie geil. Vor allen Dingen gibt's da schon Telefone. Mann, die hab ich doch schon. Also, sie heißen... Die hab ich doch schon. Jetzt wird's aber echt geil. Ach du meine Güte. Jetzt brennt er doch drauf, wie? Also echt, die Männer umschwirren mich wie Motten das Licht. Gut, dann eben nicht. Warte, schon gut, schon gut. Also, mein wahrer Name ist... Margaret. Okay. Das Bild im Hintergrund sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Ja, stimmt. Das stimmt. Margaret. Wir lassen das dabei.
Margaret, richtig? Ich heiße Alice und das ist Yuri. Nett, euch zu treffen. Ihr werdet nicht bereuen, mich dabei zu haben. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Jo, und damit sind wir doch schon ein bisschen schlagkräftiger, hoffe ich doch mal, dass sie was auf dem Kasten hat, die Gute. Ja, das hoffe ich auch. Wir schauen uns das gleich mal an. Ja, sie hat Level 8. Sieht schon mal ganz gut aus. Also sind wir nicht underlevelt? Nö. Mini-Mauser, okay. Keine Ausrüstung. Oh, Moment, stopp. Keine Panzerung, Zubehör. Wir können ihr aber Zubehör geben. Ach, wir haben nur noch die Sternenbrosche und sonst nichts. Naja, dann geben wir ihr so lange die Sternenbrosche. Erhöht genau. Ja ein bisschen die physische Verteidigung, die Spezialverteidigung. Genau. So, jetzt wollten wir hier links reingehen, ne? Genau, die Kiste holen. Ich liebe es eigentlich so viel wie möglich zu finden, besonders was an Kisten rumliegt und sowas. Manchmal ist da nämlich auch Ausrüstung drin. Sie haben Pure-Samen. Sehr schön. Ja, ich merke, wir sind schon über die Zeit. Liebe Freunde, das war mal wieder Let's Play Shadow Hearts. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Tag, was immer gerade für ein Tag bei euch ist. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Shadow Hearts. Mit mir und mit Blaze. Für euch. Bye bye.